weiter geht's. Gut, was fehlt uns noch? Fehlt es irgendwann noch, was wir noch dringend brauchen? Was wir jetzt noch sammeln müssen, können, wollen? Also ich glaube, der Rest, das ist eher... Mir ist es egal, wir können es auch komplett halt sammeln, ne? Was man eventuell auch gut gebrauchen könnte, wäre dieser Wärmeanzug, ne? Dann holen wir den. Weil, wisst ihr, wo der ist? Den müssen wir selber bauen. Ach, hier müssen wir... Und, Da brauchen wir aber etliches an Fell für. Genau, du brauchst ganz viele Rehfelle, Hasenfelle, Wildschweinfelle, Waschbärenfell. Müssen wir dann also jetzt auch mal irgendwelche Höhlen und was holen oder was? Aber. Zwei Sachen finden wir eh auf dem Weg zum Endbild, ne? Also den Fellschläger und die Magnete. Also brauchen wir jetzt noch nichts, nicht nochmal jetzt los. Ja, das könnten wir cool vielleicht, dass wir da irgendwie was. Ja, auch alle nur ein Teil für eine Pistole. Ich hatte, glaube ich, schon einen Pistolenteil, ne? Ja, ich habe einen. Ich habe auch nur einen, ja. Guck mal, die glaube ich nicht, ne? Die Pistole, oder? Was? Unbedingt. Also jetzt für den Endgegner brauchen tut man sie nicht, ne? Die ist sehr stark. Es wird schon wieder düster. Wir haben doch noch mal einmal schlafen offen vom letzten Mal. Richtig. Ich würde sagen, wir machen jetzt eh gleich danach der Folge hier Feierabend. Also die Folge haben wir jetzt gerade angefangen, aber die machen wir nochmal mit einem Feierabend. Dann haben wir etwas über 2,5 Stunden gemacht. Dann können wir ja immer noch gucken. Vielleicht nächste Woche Freitag oder so, Abend oder so, je nachdem. Ich weiß nicht, Markus, wie musst du arbeiten die Woche? Spät. Spät, nee. Ich muss halt Samstag auch Samstag und Sonntag Frühschicht arbeiten nächste Woche. Ich habe halt Freitag nur frei. Überleg gerade, wenn wir noch mal was machen könnten. Also Freitag kann, Freitagabend kann ich definitiv nicht. Nee, wenn dann schon, wenn Markus auch aus der großen Wim machen. Da bin ich bei der Stand-up-Comedy. Nee, alles gut, dann müssen wir das danach die Woche machen. Muss gucken, wie ich arbeiten muss, warte mal. Ich gucke gerade mal meinen eigenen Dienstplan, dann kann ich euch nämlich sagen, wann wir noch mal. Ich kann euch da Freitag den 17. anbieten, wenn ihr da Bock drauf habt. Das müsste eigentlich gehen. Da habe ich, glaube ich, noch nichts vor. Warte mal, ich gucke gerade die Funktion. Hier mal 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5 Folgen mehr haben wir jetzt ja gemacht. Ja, dann nehmen wir Freitag den 17. Markus, passt das Video? Ist das übernächste Woche? Ja. Oder überübernächste Woche? Nee, das ist heute, das ist der Freitag quasi in einer Woche, glaube ich jetzt. Also nächste Woche Freitag quasi. Also nicht die jetzt kommende Woche, sondern die da drauf. Eigentlich quasi vorgestern in 2 Wochen. Dann müsstest du Frühschicht haben, wenn ich dich richtig im Quell ist. Ja, wenn das in 2 Wochen ist, habe ich Frühschicht wieder, ja. Dann passt das, ja, perfekt. Dann nehmen wir Freitag den 17. Machen wir dann mal gucken, was man. Sagen wir irgendwie 18, 19 Uhr oder so. Ja, jetzt sind wir euch weiter von hinten schon wieder. Angegriffen. Oder das angegriffen. Naja. Warte mal. Sind böse die Homies. Er ist nach oben geflüchtet hier. Und das sind viele, ne? Ja. Ich hab auch. Wie wir reingehen.
Ich muss mal gerade weitergehen, weil ich krieg sonst eher Besuch. Also Besuch. Oh, nein. Oh. Das sind nicht ganz wenige. Einer ist wieder tot. Wir rennen gerade in die Fallen. Mhm. Mal aufstellen hier. Ich sag ja, wir werden langsam echt groß mit unserem Lager, deswegen werden das auch immer mehr. Immer mehr Gegner, ja. Mhm. Wir sind ja jetzt praktisch für die wie so ein anderes Volk. Ja gut, die haben uns ja eigentlich quasi von Tag 1 aus angegriffen. Wir können aber jetzt schon schlafen gehen, dann machen wir das ganze Ding nochmal hell. Was können wir machen? Ich rette mal das Spiel. Noch schnell. Ach, die Treppe hier vorne am Steg habt ihr wohl schon wieder verworfen. Ja, da ist man nicht dran gekommen zum Bauen, deswegen habe ich erstmal wieder abgemacht. Man ist nicht dran gekommen. So, dann machen wir das ganze Ding mal wieder auf hell. Muss mich erstmal nochmal schnell aufwärmen. So, essen und trinken. Genau. Also gesammelt haben wir jetzt quasi fast alles, oder was? Ja, ich meine schon. Ich bin nur noch Tennisschläger, Machete, Schrittzähler, ja. Wo liegt denn der Schrittzähler? Auch alles in der Endhöhle oder was? Ich glaube, ja. Der Schrittzähler, der müsste, glaube ich, beim Tennisschläger oder sowas in der Nähe sein. Also auch in der Endhöhle alles. Dann müssen wir die quasi ziemlich am Ende dann irgendwie nochmal sammeln. Ja, können wir ja mitnehmen, wenn wir sowieso zum Endgegner gehen. Eben, wollte gerade sagen. Dann haben wir, glaube ich, ziemlich alles auch mal irgendwie gesammelt. So, alle Gegner sind. Vielleicht habe ich da gerade was gehört. Okay, na dann gehen wir nämlich jetzt, würde ich jetzt nämlich weiter mit der Kirche mal machen, dass wir die auch mal für dich haben. Der Tennisschläger ist doch eigentlich in dem Sinne dann auch nur eine Schlagwaffe, oder? Ja. Ja, aber es geht also, mir eigentlich in erster Linie darum, einfach mal alles zu haben. Ja, ich weiß, nur so als, was für was man den verwenden würde, so. Also mir geht es nicht um irgendwelche Trophäen oder sonst irgendwas, sondern einfach wirklich nur mal zu zeigen, da ist alles, ne. Wie gesagt, der eine, der jetzt gefragt hat, wo die Sachen sind, dass man einfach dem sagen kann, hier sind die Folgen, such dir raus, was du genau, wo du genau brauchst. Weißt du? Aber so ein bisschen Tipps und Tricks auch, so ein bisschen, also jetzt... Ich glaube, der Baum war zu klein, den du gerade gefällt hast. Nein, der war aus drei Teilen. Oh, der sagt es. Nein, hier, ist denn? Die hat gerade hier einen Baum. Achso, ja, den habe ich extra gemacht, weil ich ein paar Stücke brauchte. Gefällt, aber da war halt nichts, was dann übrig geblieben ist. Ich will mal die Dings ausprobieren hier. Wen? Wir müssen was probieren. Kettensäge. So, ja, stimmt, die haben wir ja auch noch. Ich finde mir heute zu blöd, die Rehe mit dem Speer zu kriegen. Das Gute ist, weil wir waren noch gerade da unten, ne, wo du gerade gesagt hast, das ist eigentlich eine gute Tour. Da war ja auch recht viel Treibstoff. Also könnte man da auch immer, wenn man für die Kettensäge Treibstoff braucht,
Stimmt, das spart deutlich Energie auf jeden Fall, wenn man die Bäume macht. Und es geht schneller. Wir haben Gesellschaft. Geht's mit der Kettensäge drauf? Ich fülle hier noch ein bisschen die. Ja. Eigentlich würde ich noch ein bisschen die Trockenständer die mal auffüllen. Wir sollten vielleicht mal einen der Wagen herholen. Für die Baumstämme. Mhm. Wäre, glaube ich, irgendwie sinnvoller. Ja, da bin ich auch auf die... Ich muss auch mal sagen, die Tankanzahl, also es hält ganz schön lange. Für die Kettensäge. Also, wenn ich mal gucke, wie viel ich jetzt schon hier gemacht habe, da geht nicht viel Gas weg. Ich weiß, was du meinst, ja. Da ist auch wieder so ein Kletterhai, der oben auf die Bäume geht. Ach, du hast einen Wagen hergeholt? Gut. Er will aber nicht sterben hier, ne? Komm her, mein Freund. Erleben Sie jetzt das Texas Chainsaw Kannibalisten-Massaker. Der hat sich verpisst, der Typ. Das war bestimmt nicht gerade angenehm. Die ganze Richtung runter. Der nächste da tatsächlich gerade. Er kam wieder und hat's bereut. Du, den geht einfach ab. Ja? Kann das sein? Also irgendwas stimmt hier mit dem Spiel gerade nicht. Wieso? Ja, ich habe gerade ein Reh mit dem Speer erlegt und während ich da dahin gehe, war das Reh mit dem Speer plötzlich einfach weg. Was ist los, Kollege? Ich hatte Angst. Hä? 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 Komm her. Komm. Das war auch ganz schlau von mir. Auch nicht schlecht, ich habe gerade ein Reh mit einem Armbrustschuss in den Arsch getötet. Tier, Fleisch. Blöd, meine Dings ist leer. Deine Kettensäge? Oh, hast ein bisschen zu viel geschnetzelt. Nerven. Zack! Headshot! Alter, die Armbrust ist geil! Wuhu!
Einfach mal so ein Kannibalist mit einem Schuss getötet. Zack, Endcut. Also schießtechnisch komme ich mit der Abus nicht so klar. Also ich komme damit besser klar als mit dem Bogen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass die ganzen Angst haben vor der Kettensäge, die Kannibalen. Die mögen es, glaube ich, nicht geschnetzelt zu werden. Wie kommst du denn da drauf? Weil die eine weggelaufen ist. Dass sie das nicht mögen. Vermutung. Wieder danke. Da sieht man ja die ganze Zeit Hasen, drin. Da will man die Armbrustschilder knüpfen, dann sind die Hasen weg. Okay, der ist durch die Kettensäge durch, hat er mich weggehauen. Hilfe! Ein bisschen los, da hinten. Also ich bin tatsächlich mit der ganzen Zeit mit der Kettensäge rum und dort sind wir dann mich irgendwie weggeholt. Was ist denn? Ach hier! Oh, da kommt ein großer. Danke. Ich habe gerade einen Kannibalen mit der Leuchtpistole angeschossen, der brennt nicht. Hm. Hatte vielleicht keine Lust. Ey, ist die Armbrust allgemein ein Treffer tot? Kann das weiß sein? Ich nicht. Weil jedes Mal, wenn ich damit so einen Kannibalen treffe, fällt er sofort tot um. Schon gedacht, er ist wieder am Werk. Ich laufe an der Kirche vorbei und so. Ich so, okay, ja. Cap ist schon wieder irgendwo. Voll weg. Ich hab auf die Entfernung mal ein bisschen mitgeschossen. Das ist geil, das macht voll Laune, die Dinger mit der Kettensäge zu jagen. Ja, tut mir leid. Manchmal muss das sein. Bisschen Spaß. Hui. So, ich gehe jetzt mit meiner Kettensäge ein bisschen schwimmen. Brauchst du noch die Kirche noch? Noch knapp 30, 37 Stück noch.
ja diese Faust Folgen aus dem Gameplay, wo sie da schön aus den Leichen mit den Custom Totems quasi Kirchen super bauen. Nö. Aber ich freue mich gerade ein bisschen auch mit der Säge. Wir sind in den Bäumen. Hier, wo ich stehe, sind ganz viele gerade. Jetzt was drauf. Wenn ihr hier mit dem Wagen herkommt, habt ihr ganz viel, glaube ich. Fast eine Wagenladung voll. Da kommst du. Hier hinten. Hoppala. Da, wo es laut ist. Ja, mit dem Wagen jetzt da zu kommen, das Dunkel habe ich gar nicht mehr. Na, ja, wie gesagt, hier liegen jede Menge. Das war jetzt aber ganz knapp. Da konnte ich gerade noch ausweichen. Muss was essen. Hier rennen die Kleinen schon wieder rum. Ja, komm, sag's, ich kenn mich nicht mehr jetzt. Versuchen jetzt von innen den Baum zu erschlagen, vielleicht geht das ja. Ich glaube, die Armbrust ist echt einen Schuss tot. Wenn du damit triffst, sind die weg. Ich glaube, der Kettensäge wird's auch. Ach, ein Baum fällt. Ich hoffe, es funktioniert. Welchen Baum? Am PC glitscht es durch den... Glitscht es da durch. Ich glaube, ein Östchen liegt. Mach auf. Der einzige Nachteil. Also bei der Kirche fehlt nur noch die Inneneinrichtung, sondern ansonsten ist alles gleich schon. Ja, ja, es sind nicht mehr viele, ne? Ich mach hier ein paar Sticks. Noch vier Baumstämme für die Kirche. Ja, und dann sind wir Gott sei Dank mal die Kirche noch fertig und dann sind wir durch mit der Session für heute. Ja, nachdem man dir zugeguckt hat, wie du mit den Kannibalen gerade umgehst, könnte man ja glatt sagen, mit der SM-Session heute. Das. So, wer macht das Finale? Versuche gerade den in Vorfeld. Wir sind fertig.
Und wir haben eine Kirche. Und du bist der Priester, oder was? Ja. Habt ihr schön. Ich sage euch, Leute, huldigt dem heiligen Bier. Ah. Dem heiligen. Ich werde ja schon wieder verfolgt. Ah. Komm rein, wir sind hier vor der wir haben hier vor den Gottesdienst. Nein, das möchte ich nicht. Oh Gott. Ich gehe da nicht freiwillig rein. Markus ist unser Sektenführer. Na, machen wir da mal Feierabend für heute. Das ist ja echt so eine Sache.